Glocke, im letzten Moment. Oh, toll. Bist du hin? Geh zurück! Keine Chance. Können. 13:44 Uhr. Da kriege ich ja irgendwie das, weiß ich nicht, neue Energie kriege, das Problem. Kriege ich nicht keine Energie, also ein Scheiß. Was hätte irgendwie Energie kriegen können hier irgendwie so? Nein. Will ich nicht. Ohne diese Angriffe, die ich habe, kann ich nicht gewinnen. Weil sie noch alle gehen nicht wieder. Das ist das Problem. Aber was gucken, Optionen. Irgendeine Möglichkeit gibt, die Energie zu kriegen, wieder zurückzukriegen. Kontrolle. Tasten. Keine Trunken versuchen, Kontrolle zu spielen, aber das Problem mit Kontrollen ist, dass das nicht mal so gut funktioniert. Ein Controller angeschlossen gerade mal. Ich kann auch hier nicht blocken, ne? Das ist scheiße. Ich kann nicht gewinnen, wenn ich die nicht besiegen kann. Würde ich liebend gern hier. Da nichts machen, ey. Jetzt komme ich nicht weit. Okay. Ach gut. Okay, ich weiß nicht, wer jetzt wieder die Gang macht.
Nee, aber du warst nicht wirklich. Ich weiß nicht warum. Wenn du rauskommst, ist es einfacher, weil du direkt auf die Sachen klickst. Du musst nur wissen, welche man nimmt, ne? Bellt er? Da drin. Oh, jetzt schaffen wir. Es ist Zeit, sie zu retten. Diese Wesen haben mehr als genug Schaden angerichtet. Den Geistern. Nebel muss sie in Geister verwandelt haben. Vielleicht können wir ihnen helfen. Ja, wie? Hol mal eines dieser Katashiro raus. T? Sie wurden eingesogen. Das hat dann wohl geklappt. Jetzt zu Schritt 2. Halt mal Ausschau nach einer Telefonzelle. Was? Die gibt es noch? Jetzt mach einfach. Okay. Und da möchte ich reingehen. Wenn ich wüsste, wo die Telefonzelle ist, wäre ich schon schlauer. Bin in der Telefonzelle, naja. Ah. Das ist keine Telefonzelle. Eigentlich muss ich da gucken, oder? Ah, und dann kommen wieder, die kommen wieder, die Dinger, wa? Gelbe Äther, gelbe Äther. Yoshiduri erkundest, stößt du auf leuchtende gelbe Äther. Zerstöre sie, um drei wertvolle
Maika erhalten. Okay. Wie es da hochgehen? Brauchst nicht. Also das ist keine auf den Open World. Ein Telefonzelle. Okay, was jetzt? Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest. Was zum... Ed hat die gebaut. Halt mal das Katashiro ran. Sie verwandeln sich wieder in ihr altes Ich zurück, wenn wir sie freilassen. Ah, okay. Was ist das für ein Teil? Ah. Hey. Ja, ich bekomme einen Augenblick gleich. Alles in den Menschen wieder zurück, ja? Die Geister, das ist gut. Ich will gleich wieder immer Frohe Nacht sagen, dann bin ich wieder da. Und du musst erst rollen. Komm ich bei dir. Da bin ich wieder. Wenn ihr was essen wollt und was trinken, habe ich noch hier. Geht gleich weiter. Eine Stunde 20, 30 erst. Ah, okay. Wie lange geht es das Spiel überhaupt? 20 Stunden? So rum? Jetzt mal oder mehr? Mal das auspacken, nicht dann. Ein Kaka. Was tue? Du, ein vergebliches Unterfangen. Nur ich allein kann diese Seele retten. Jetzt tritt zur Seite. Du bist kein Retter. Zur Seite treten? Komm schon, wir müssen raus und so vielen Geistern wie möglich helfen. Oh, what? 407 von 240.000. Okay, zurück zu unserer kleinen Tour. Nächster Halt, Yugenzaka.
Und ist dieser Ed noch irgendwo am Leben? Sollte er zumindest sein. Aber hier läuft eh nichts nach Plan. Woher soll ich wissen, was der treibt? Kann ich vielleicht hier erst einkaufen? Den Dingern hier? Nö. Ich dachte. Was einkaufen können. Also hier Energie oder sowas kaufen können. Was ist das? Ist jetzt nicht wichtig. Geh weiter. Sechs Energie, ja. Begeben. Ah, da gibt es was kaufen. Hier kann man kaufen. Ist das richtig? Dann kann man doch bei den Gegnern was kaufen. Also hier. Irgendwie. Oder auch nicht. Weiß nicht, wo ich da bin. Ich bin da hinten. 1 Meter. Ach, hier. Ein Mini. Vielleicht findest du dort ja was Nützliches. Ist das eine Katze? Genau genommen, ein Yokai. Ist wohl rausgekommen, als alle verschwunden sind. Fujiyamato war Kansai Hashou Convenience Store. De motomoto wa Fujiya Seikaten toshite start shimashita. Okay. Yaku 30 nen mae no shinsai o kikkake ni 店舗展開へ舵を切り今では全国様々な Hier kann man Katashiro kaufen. Je mehr wir holen, desto einfacher wird es, Seelen zu retten. Wofür wir das wohl gebrauchen könnten? Hier gibt's die ungewöhnlichsten Sachen. Wer hat schon ständig Gurken dabei? Irgendwie kaufe ich ständig solche Sachen. Erdbeer. Beherrschung LP 85. Oh, hier gibt's ein Jean. 30. 30. 85 reicht aber, ne? Essen, wie gesagt, Essen hier? Gib bloß nicht alles aus. Ja, ja. Wie kann ich denn essen? C, ja, aber weiß ich, mit C geht das klar. Aber. Das soll ein Joypad gehen.
mich vor, immer mit den Dings zu machen. Wir müssen in den zweiten Stock. Zweiter Stock. Wohnst du hier? Doofe Frage. Wir müssen erstmal den Eingang freiräumen. Hä? Was ist da drin? Siehst du da? Rein mit dir. Handgesten. Okay. Wo sind wir hier? Aber echt. Meldest du dich freiwillig? Auf keinen Fall. Das sind meine alten Aufzeichnungen. Verlier sie nicht. Könnten... Hey, ist das dein Buch? Kappas faszinieren mich, seit ich als Kind eins gesehen habe. Echt? Dann warst du schon immer so eigen. Das hier ist Nahrung von der anderen Seite. Theoretisch ist das für uns essbar. Aber probier's erstmal. Das Zeug haut mehr rein als alles, was du kennst. Geisternahrung. Nahrung aus der Unterwelt. Parallel. Was das wohl ist? Der Roma. Aha. Eine rundliche Puppe. Ey. Warum kann ich sie nicht gucken? Ja gut, ich kann so gucken, ne? Aber... Aber werden sie gucken? Wow. Ist das deine Geheimzentrale? Sei nicht albern. Das ist ein Versteck. Erinnerungen. Ja.
dieser Karte liegt innerhalb der Barriere. Mhm. Und du hast ja gesehen, was passiert. Jeder, der den Nebel darin berührt, verschwindet. Eine Barriere? Heißt das, alle in Shibuya sind weg? Tja, 50 bis 100.000 dürften bis jetzt verschwunden sein. Vermutlich mehr. Das kann doch nicht sein! Die Opferzahl macht mir im Moment weniger Sorgen. Das Wichtigste ist, dass deine Schwester und unser Mann irgendwo hier drin sind. Aber wo nur? Das ist ein bisschen komisch, das ganze Spiel, aber so, ne? Da. Was für ein Chaos. Bogen. Was ist das? Gefällt er dir? Bedien dich. Wo hast du den her? In meinem alten Job hatte ich gewisse Connections. Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach, ich war einer von Japans Wachhunden. Aber ich habe mit Streunern rumgehangen. Tja, was immer du bist. Ein anständiger Bürger bist du auf keinen Fall. Wo steht denn, kann man das erkennen? Leider nicht. Frau und er, du hast drinnen, ja. Wer sind die? Wir waren mal Freunde. Die Betonung liegt auf Waren. Unser maskierter Freund hier schreckt nicht vom Töten zurück. Hätten wir auch nicht tun sollen. Dann habt ihr also zusammen gegen diesen Kerl gekämpft? Ich auf meine Kamera kleiner mache. Alles klar. Jetzt haben wir eine Waffe. Zeit zu gehen. Wie benutze ich die Waffe? Das ist gut. Wenn ich keine Energie habe, kann ich so angreifen. Essen. Akito. KK. Ari. Ed. Hania. Hania. Und Regen.
Läufer. Aha. Nikomata. Doch, da. Ein Haustier an. Praktisch. Hier gibt auch nichts zu holen. Lass uns gehen, wenn du soweit bist. Hundefutter. Kampfspiegel haben wir auch noch nicht, ne? Kein Spiegelbild. Natürlich kein Spiegelbild. Da war ich auch schon. Okay. Das ganze Gebäude zerstören. Finde eine Möglichkeit, die Barriere niederzureißen. Los! Ja. Ein Barrierenstein. Zerschlag ihn! Es muss noch mehr geben. Such weiter! Los. Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wenn wir nichts unternehmen, sind wir so gut wie erledigt. So weit weg. Schieße mit einem Pfeiler. Ziel anvisieren und loslassen. Eine Barriere Stein. Bewegung! Nee, nein, nicht den Scheiß. Da.
Ich glaube, das ist. Hallo, hallo, willkommen. Muss mal schauen hier irgendwie. Okay, ich habe anscheinend. Ich war noch zwei Stück, kann es sein? Wir müssen noch mehr Steine finden. Such weiter. Doch keine Steine, das ist das Problem. Ach ja. Steuerung ist ein bisschen schwierig. Hier rein. Da ist noch eins hier. Ja doch, ruhig bleiben, ruhig. Bin hier eh nicht durch. Nur hier runter, wo es ist. Ganz viel. Der Blick hier ist echt bitte. Sackgasse. Hier geht's hoch. Was? Okay. Ja, da geht's hoch. Ja, schön, wenn ich das da hoch geht. Aber irgendwie. Der Steuerung ist echt bescheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie komme ich da hoch? Ganz ehrlich, wie komme ich da hoch? Ja doch, ich komme nicht hoch. Das ist echt scheiße. Wackelt das also alles so hier. Oh, eklig. Wir schaffen es nicht, Sie. Na, wenn das ist ja auch doof, Lenkung ist schwierig hier bei den Spielen. Aber ich gucke noch, Motion Blur an ist, weiß ich nicht. Mal gucken, gerade mal, weil gerade das vertieft. Guck mal, ob Motion Blur an ist. So, machen wir aus. Ja, war an. So. Es geht also doch. Es muss noch mehr geben. So ja, weiter. Doch. Lass ich doch mal laufen, dann kann ich weiter gehen.
Ja, Muschelblöcke an. Blätter ist ganz wichtig. Was ist hier los? Durch die Barriere entstehen Interferenzen mit der Unterwelt. Wenn wir nichts unternehmen, sind wir so gut wie erledigt. Weit weg. Schieße mit einem Pfeiler. Ziel anvisieren und loslassen. Gut. Kein Problem, alles sehr gerne. Ich wusste nicht, ob man Spieler an ist, wusste ich nicht. Deswegen, ne? Aber normalerweise ist es bei jedem Spiel so, weil es so Spieler an ist. Also, wir halten nicht mehr lange durch. Bewegung! Wir müssen noch mehr Steine finden. Such weiter. Wohin gehen wir jetzt? Sieh dich um. Irgendwas findest du schon. Sackgasse. Hier geht's hoch. Nicht, Was nicht. Zum? Er muss hier sein. Finde ihn. Das ist der Kerl. Zerstör ihn. Geschafft. Darauf hätte ich verzichten können. Sira. So, jetzt kann ich wieder. Sorry, ich war gerade etwas abgelenkt vom Spiel. Ich wollte direkt antworten. Aber gern geschehen, denn dass ich ausgestört halt perfekt. Habe ich ausgestört ein bisschen. Heute habe ich das Richtige zu essen dabei. Käse habe ich da. Und ich habe Wein da. Das heißt Wein, nicht unbedingt Wein, aber. Ja. Was ist denn das? Da ist noch was da. Acht Meter. Puh, die Barriere ist verschwunden. Dieser Plagegeist muss noch in der Nähe sein. Sieh unten nach.
schließt sie auf, oder? Okay, hör mir zu und tu, was ich dir sage. Hey. X. Wow. Ihm haben wir wohl die Barriere zu verdanken. Los, hinterher. Na. Ist das? Verdammnis. Nutze meine Karten und untersuche sie wie vorhin. Ich sehe was. Das ist der Kern der Verdammnis. Zerstör ihn! Verderbnis sie gefangen hat. In der Stadt muss. Energie mehr. Ja, richtig? Es ist einige dieser Geister geben. Weiter geht's. Na toll. Die Spur endet hier. Vielleicht hat er uns bemerkt und ist geflohen. Naja, wenn das so ist, hallo, willkommen. Wir einen kleinen Umweg nehmen. Willkommen, ein großer Tokio. Einen großen Schrein. Vielleicht finden wir dort ja was Nützliches. Sehen wir ihn uns an. Jo, machen wir das. Ich bezweifle, dass uns das weiterbringt. Das werden wir dann sehen. Immerhin habe ich deinen Bogen in einem Schrein gefunden. Wohl eher gestohlen. Eigentum ist immer Diebstahl, Kleiner. Ja. So, schauen wir, was kommt, wa? Glocken war mit links, rechts, links, ich weiß nicht, links sollte auch Glocken, ne? Ich mal gucken nochmal gleich. Das ist wichtig. Ich vergesse das immer. Schreib jetzt so. Ja, okay. Wo soll ich denn hin jetzt überhaupt? Ach, rechts, ne? Da oben ist ein Tori. Wir müssen es reinigen. Oh, wie komme ich da hin? Ein Tengel. Vielleicht können wir es benutzen, um aufs Dach zu kommen. Okay, wie soll ich machen? Wow, das war krass. Hat besser geklappt, als ich dachte. Yokai sind echt nützlich. Wie war das nur? LT? Oh, du hast mich erschreckt.
Hey, Fallen ist gar nicht witzig, selbst im Tod. Entschuldigung. Okay. Das ist schon ein sehr abgedrehtes Spiel. Kann das sein? Ja, es kann sein. Sehr abgedreht. Geht um Yokais und schlesische Geister, ja, asiatische Geister und so ein Kram. Und dass die Menschen verschwunden sind und ich muss sie wieder retten und die Seelen wieder zurückerobern mit diesen, holen mit diesen komischen Kärtchen. Muss gegen Regenschirmmännchen kämpfen, irgendwie angreifen. Schon was merkwürdig, ja. Ist halt Tokio, Großweiher, Tokio. Ich will da hoch, aber ich weiß nicht, wie ich hochkomme, ey. Was ist da eigentlich da? Die nutzen da oben. Hochzukommen. Eltio da. So. Machen wir da hoch. Jetzt fragen die wieder da sind. Ah, da ist das Tor. Der Nebel hat sich etwas gelichtet. Ja. Ich höre immer mehr Geister, die um Hilfe rufen. Wir werden sie retten. Okay. Nochmal. Im alte Verbot wird nicht gezaubert. Ja, ist schon richtig. Das Spiel ist merkwürdig. Es ist bei Grafik echt gut, würde ich sagen. Ich spiele es noch bei Xbox, auf dem PC nur hier. Also ich habe keine Raytracing. Dennoch hat es Raytracing. Also, es hat Raytracing, aber nicht so, wie man es so kennt vielleicht. Weil meine Grafikkarte ist zwar eine RTX-Karte, aber keine 3060 oder so in Richtung, sondern dann eine 1660. Das Einzige, was mein PC das schafft, ist meine 64 Arbeitsspeicher, den ich habe. Und der nächste. Ui. Da machen wir erstmal das da, wa? Handwerker. Der Handwerker Nekomanta Amata. Je mehr Tore du reinigst, desto mehr können wir erkunden. Nebenbei retten wir auch noch Geister. Und wir treiben den maskierten Freak in die Enge. Win-win. Okay. Ja. Müssen wir schauen. Da war ich jetzt gewesen. Ist 107 Meter.
der Nähe dieses Gebäudes sind viele Ätherkristalle. Er ist stressig gerade gewesen. Da kann wir uns hoch. Das ist sehr schlauchig, das Spiel, auf jeden Fall. Ist ja schlauchig und links ist irgendwas merkwürdig. Das ist schwierig alles ein bisschen auch mal sagen, zu sagen auch noch. Weil ich weiß nicht. Kaffee, man kann keinen Kaffee nehmen. Dann noch irgendwas. Ah. Oh, siehst du da mal noch. Der Welt. Was? Grün, was? Warum war es unterhalb grün? Ganz so, keine Ahnung, was das war. Kann ich jetzt schnell lesen. Oh, was machen wir hier?